natürlich Lesen mit Links. Ganz genau, wichtig. Ein Blog, Lesen mit Links, schreibt ihn euch auf. Ja, schön. Dann dürfen wir begrüßen Stefan Mesch. Stefan ist auch Journalist und Literaturkritiker. Er schreibt für die Zeit und den Tagesspiegel. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und du warst gestern auch nominiert für den Hirnschleuderpreis in der Kategorie Persönlichkeit. Genau. Und dann, aber du hast ihn nicht gewonnen. Ne? Oh, nein. Und dann habe ich neben mir sitzen sozusagen meinen Sidekick, wenn ich das ganz frech formulieren darf. Freue mich auch sehr, dass Wiebke Landwig da ist, der Social Web Ranger. Ja, so, wir beginnen und ich beginne mit einer etwas, also den Hashtag habe ich noch vergessen, wer twittern möchte. Wäre ganz toll, wenn ihr den Hashtag BookmarksMac benutzt, denn diese Show sozusagen, diese Runde, ist unter dem Dach von Bookmarks. Bookmarks, sage ich nur ganz kurz, ist eine Online-Literatursendung im Netz, die ich gegründet habe und da geht es eigentlich um Bücher. So. Ich fange an mit einer etwas unangenehmen Geschichte und zwar will ich ganz kurz Kärtchen verteilen. Ich gebe die mal durch und ich würde euch bitten im Laufe der Sendung, ich habe auch Stifte für jeden, also das, wir machen hier so ein bisschen Kindergeburtstag auch nebenher, aufzuschreiben, was oder besser welches Wort ihr wirklich mit der Literaturkritik verbindet. Was ist für euch Literaturkritik? Gibt es ein Wort, was euch irgendwie sofort im Kopf herumgeistert, was euch beschäftigt, bewegt? Wir werden es vielleicht später dann vorlesen. Gut, ihr könnt es einfach nebenher machen, wenn keiner hinschaut oder wenn ihr nicht dran seid oder wie auch immer, oder ganz am Schluss oder gleich jetzt. Wir fangen an und eigentlich wollte ich beginnen mit einem Art Durcheinanderreden. Das Durcheinanderreden wäre quasi dafür gestanden, für die ganz klassische Literaturkritik im Social Web, zum Beispiel auf Twitter. Denn dort hat man ja quasi die absolute Verwirrung. Es gibt so viel Literaturkritik, so viel Rezension, dass man es vielleicht durchaus kaum wahrnimmt. Oder ist es ganz anders? Wie nehmt ihr denn Literaturkritik im Social Web wahr? Ich gebe die Frage einfach mal an Jan ganz außen. Also im Social Web, damit meinst du wahrscheinlich so Dinge wie Facebook, ja, zum Beispiel. Wir übersetzen das kurz. Natürlich wird über Literaturkritik bei Facebook diskutiert. Man hat das Gefühl, alle Leser von Literaturkritik sind dann auch bei Facebook. Es gab ja jetzt gerade, wer hat es gemacht? Hast du dieses Ranking dir angeguckt von der Zeit oder so, wie oft für Talk-Artikel gelesen werden? Es war relativ wenig. Irgendein Blogger war das und es hatte den Eindruck, als ob die Facebook-Leute unter sich über die Dinge diskutieren, die dann übrigens bei der Zeit erscheinen können oder im Freitag bei Spiegel Online oder im Blog. Ja, also das ist vollkommen egal. Es wird darüber diskutiert, es wird auf Facebook auch mehr diskutiert als im Blog selber. Und da kommen wir dann zusammen und reden, weil wir ja alle, nicht alle in Berlin wohnen, haben wir dann die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Und seitdem die Verlage ja keine Spesen mehr zahlen, sitzen wir halt vor unseren heimischen Rechnern in den Klein- und Großstädten und diskutieren über das Social Web. Wie nimmst du das wahr, Nora? Also ausgewiesene Diskussionen, dafür könnte ich mich nicht verbürgen. Da an denen kann ich auch nicht wirklich teilnehmen, weil das kriege ich gar nicht mit. Also meine Gruppe von etwa 3000 Menschen, die ich da angefreundet habe auf Facebook, da sind zum Glück die Herren und die Damen dabei, die alle Herren und die reizende Dame. Und was mir da viel eher so vorkommt, ist so eine Art Buchpornografie. Also man stellt sich mit einem Buch zum Beispiel, das man als Leser gerade liest, hin und fotografiert sich damit oder man zitiert aus einem Buch, das man gerade liest und darüber kommt dann eben so ein bisschen mehr In-Depth-Kommunikation drüber. Aber jetzt eine ernstzunehmende Diskussion über Text und Wirkung, das wäre mir noch selten so passiert. Aber das ist auch die Art, wie ich Facebook auch nutze. Also insofern für mich ist das eher ein anderer Pfad. Und ich merke auch, dass die Menschen, die sich dafür interessieren, was ich da so hinschreibe, da bei mir auch gar nicht so drauf Wert legen, dass ich da wer weiß, wie tief ich mich da äußern sollte. Ich habe auch einfach auch durch die Aufgabe als Direktorin eine ganz andere, vielleicht einen anderen Blick. Ich muss sehr gerecht sein und sehr gleichgültig mit allem. Ich sehe mich nicht als Kritikerin, nicht wirklich, nein. Wie hast du das dann wahrgenommen als Autorin, zum Beispiel beim Bachmann-Preis?
Ja, da wird man natürlich, das ist ja Sinn und Zweck, dass man da auseinandergelegt wird und dass dann sehr viel passiert. Man geht ja nicht ins Fernsehen, um nicht gesehen zu werden. Also das muss einem sehr bewusst sein. Und das war mir dann auch bewusst, aber was dann so als Folge darauf passierte, das ist, glaube ich, für jeden jetzt ab diesem Wahnsinn mit Facebook und Twitter und allen anderen Social Media Auswüchsen kaum mehr zu erfüllen. Vor 10 Jahren diesen Preis zu gewinnen, war sanft und freundlich und noch was wert. Jetzt ist es exponentiell gesteigert, wird man meinen, aber eigentlich ist es mit einem Aggressionsfaktor belegt worden, den man als Einzelmensch gar nicht, ich weiß gar nicht, warum alle so aggressiv sind. Ich bin da aufgetreten, weil man gesagt hat, ich glaube, du kannst das, geh doch mal hin. Und ich fühlte mich sehr geehrt, weil das einfach auch germanistische Tradition ist. Ich bin eine Fernsehguckerin, immer schon gewesen. Ich habe mir immer den Bachmann-Preis angeguckt, saß da mit Mama und habe gesagt, Mama, das wäre so cool, ob ich das mal schaffe. Das wäre doch so, es ist doch Wahnsinn. Und jetzt habe ich diesen Preis und konnte mich also dezidiert einen Monat lang gar nicht freuen. Ich war vollkommen überfordert. Gar nicht so sehr die Stimmen, die da kamen, sondern viel eher die Printmedien, die mich wirklich angegangen sind. Und zwar einfach in so einer Masse an Interviews, dass ich schon gedacht habe, wäre gut, einen Avatar zu haben. Einfach so jemand, den man hinschickt, sagt, mach du das mal. Also in dem Zusammenhang würde mich auch mal interessieren, ob du dich auch wiedererkannt hast in dem, was eigentlich geschrieben wurde in den Kritiken. Denn ich meine, es ist ja immer so auch eine Kampf um Deutungshoheit. Ne? Wie legt man Literatur aus? Es funktioniert ja besser am nicht mehr lebenden Objekt oder Subjekt. Aber wenn das noch lebende Subjekt, sprich Autorin oder Autor, noch da ist und auch sagen kann, ja Moment mal, das habe ich doch vielleicht auch gar nicht so gemeint oder nicht so in diesem Kontext gemeint. Sehr gut gefragt. Ich würde sagen, ich habe den Text nicht mehr erkannt. Meine Persönlichkeit stelle ich komplett also zur Disposition. Mich kennt ja eigentlich keiner. Das Wesen, das diese Texte schreibt, wer soll das denn kennen? Das kenne ja kaum ich. Ne? Ich verbringe mein Leben damit, mich selbst zu finden und erfinden. Die Person, die diesen Text geschrieben hat, naja, über die kann man sich auslassen, wie man mag. Aber der Text war selten erkannt worden in dem, wie ich ihn quasi intendiert hatte. Ja, das fand ich. Und es wurde ziemlich humorlos betrachtet. Was natürlich den Kritiker absolut kalt lässt, natürlich, weil muss kalt lassen. Ne? Also Thilo Sarrazin würde sich jetzt auch nicht für das halten, für das wir ihn halten. Oder ist jetzt ein komischer Vergleich, weil er das absolute Gegenteil von dir ist. Aber es ist uns vollkommen wurscht, uns Kritikern. Wir gehen irgendwie über den Text drüber und nutzen den Text, ja, um eine andere Geschichte zu erzählen. Also der normale Journalist geht irgendwo hin zu einer Veranstaltung, guckt sich an, was dort passiert und darüber berichtet er. Wir gehen nicht irgendwo hin, sondern wir gehen in das Buch, gucken uns an, was im Buch passiert und berichten dann darüber. Müssen aber nicht die Geschichte des Buchs nacherzählen, sondern darüber anhand des Buchs eine Geschichte erzählen. Und so kommt es dann zu diesen Missinterpretationen, die Autoren übrigens auch dann feststellen, wenn man das Buch lobt. Also auch, es kann oft passieren, dass Leute, bei Hartmut Lange kenne ich das, da kam in einer Novelle ein Wanderfalke vor. Alle sagten, na klar, Falke, Novelle, das passt zusammen, das ist Heise. Er hatte Heise nie gelesen und da waren nun mal in Italien, als er dort war, Wanderfalken. Das war Zufall. Trotzdem kriegt er es nicht mehr raus und es wäre fahrlässig auch für jeden Kritiker oder Journalisten, wenn er diesen Wanderfalken nicht mit Heise in Beziehung setzen würde, sobald Novelle unten drüber steht. Egal, ob der Autor das jetzt so intendiert hat oder nicht. Ja gut, man möchte ja wahrscheinlich nicht für das Falsche gelobt werden. Aber mal eine Frage auch an Stefan. Es ist ja schon ungewöhnlich und das, glaube ich, ist auch eine große Veränderung in der Literaturkritik, dass ja ein Raum entsteht, in dem sich Literaturkritiker aufhalten, in dem sich die Autoren oder Autorinnen aufhalten und in dem sich Leser aufhalten. Und aber auch ne, die verkaufende Zunft oder die herstellende Zunft, sprich Verlage, Buchhändler und all die anderen Menschen, die sich eben auch mit dem Buch beschäftigen, auch eben die Buchblogger. Dann entsteht ein Raum und es ist nicht mehr so, dass man eben als Kritiker eine Rezension schreibt und man schmeißt sie aus dem Elfenbeinturm dem lesenden Volk zu und macht die Tür wieder zu und hat seine Ruhe, sondern man befindet sich in diesem Raum, in dieser Auseinandersetzung. Wie hat sich das auf deine Form, bist du da so reingewachsen oder hat sich das irgendwie ausgewirkt, hat sich deine Art, Kritiken zu schreiben, verändert? Also zwei Sachen dazu. Der Raum ist offen. Das ist kein Raum, wo irgendwie so die elitären Leute sitzen und sagen, wir sind hier unter uns und mauscheln und plauschen. So ist es nicht. Also die meisten Redakteure oder so kann man auf Facebook
mindestens ihnen folgen, meistens auch anfreunden. Die freuen sich auch über Feedback. Wenn ich vor 10 Jahren für literaturkritik.de oder so eine Kritik geschrieben habe, haben die genauso viele Leute gelesen wie jetzt. Aber ich habe halt, keine Ahnung, alle 3 Monate mal irgendwie Feedback bekommen. Jetzt ist es so, dass man halt wirklich die ganze Zeit mit diesen Leuten im Gespräch ist. Das ist manchmal anstrengend, weil, naja, Leute schreiben ein Buch, sagen, oh, hier ist mein Herzensprojekt, willst du mal reingucken? Dann finde ich es nicht gut, dann bewerte ich es noch irgendwo auf so einer Plattform wie Goodreads und da steht da halt, Stefan Mesch sagt 2 Sterne. Also manchmal ist es halt einfach unschön oder ich sehe mich da wirklich sehr als Kritiker. Es gibt so Carla Paul, die ich sehr mag, die auch sehr viel über so Bücher im Netz redet und Carla sagt, ich will loben. Ich will einfach fürs Buch werben. Ich will sagen, Bücher sind interessant und Lesen ist meine Leidenschaft und probiert das für jeden Menschen, gibt es tolle Bücher und ich helfe euch, die zu finden. Aber ich bin mehr so, ja, aber es gibt auch ganz viele Fallen oder ganz viele so Sachen, die ich mir sparen kann oder die mich wütend machen, wo ich dachte, Mist, 9 Stunden meines Lebens, ich wünsche das keinem anderen. Oder wenn ich halt eine Person, die relativ laut sagt, boah, nee, das lieber nicht, aber es wäre schrecklich, das halt in der Zeitung zu machen und dann nur so ein paar wütende, ratlose Leute um mich rum zu haben, die das halt lesen und denken, warum darf der seine Meinung in die Zeitung schreiben und ich nicht? Und es ist so viel schöner und offener und freier, halt zu sagen, guck mal hier, ich fand, das war schlecht. Und dann nochmal Leute zu haben, die sagen, ja, warum denn? Oder so. Also es muss nicht, klar ist es auch anstrengend oder ganz oft so, die Shortlist zum Deutschen Buchpreis habe ich komplett gelesen. Das sind so bekannte Bücher, die ich sonst nicht lese, aber ein Redakteur war so, oh ja, lies sie doch mal. Und ich habe mich total gefreut, aber das war halt so einer der wenigen Momente, wo ich jetzt dieselben Bücher gelesen habe, die gerade auch alle meine so Blogfreunde und Mitleser und Buchhändler lesen und so. Und das war ein bisschen anstrengend, weil ich habe dann so gesagt, oh, Wolf Lappert, ganz schrecklicher Kitsch. Und da schreiben halt 2 Leute drunter, ich fand es köstlich. Und das ist halt manchmal so ein bisschen, ja, jeder sagt halt was anderes. Und dann, also sehr schnell verliert man sich da oder so. Oh Mann, aber ich habe Wolf getroffen, der ist so lieb. Und ich denke, ja, aber nein. Ich wünsche dieses Buch trotzdem keinen Menschen. Aber das macht Spaß. Man ist viel schärfer. Man muss sich genauer überlegen. Also es ist einfach so, keine Ahnung, wozu in so einen leeren Raum reden oder wozu von so einer Kanzel schreien, wenn man auch im Gespräch sein kann. Also mich hat es unglaublich bereichert. Ich bin glücklicher, seit alle auf Facebook reden. Ja, das könnte ein schöner Tweet werden. Ich bin glücklicher, seitdem wir auf Facebook reden. Also ich glaube auch, dass Carla Paul ganz extrem Unrecht hat, wenn sie sagt, ich möchte loben und genauso, ich möchte loben und die Leute für Bücher begeistern. Marcel Reich-Hanitzky hat 2 Bücher rausgegeben in den 70er Jahren. Eines hieß Lauter Verrisse und eines bestand nur aus Lobreden. Das mit den Lobreden hat sich 10.000 Mal verkauft, das mit den Verrissen 100.000 Mal. Und man hat ja gemerkt, dass selbst die Bücher, die er verrissen hat im literarischen Quartett, sich immer noch besser verkauft haben. Das heißt, man kann als Kritiker durchaus Werbung machen für ein Buch, indem man die Wahrheit sagt oder indem man seine Wahrheit sagt, indem man berechenbar ist. Natürlich kann man berechenbar sein dadurch, dass man immer wieder lobt. Ja, das Volker-Weidermann-Syndrom nennen wir es jetzt mal. Wir finden alles gut, dann muss man es auch nicht so genau lesen, das muss dann auch nicht alles stimmen, aber wir haben ganz viel Emphase. Da lese ich doch lieber etwas von jemandem, der die Sachen zu Ende gelesen hat, der davon etwas versteht und der mir zur Not selbst meinen Lieblingsautor einmal auseinander nimmt und gegen den ich mich dann stellen kann und sagen kann, es ist mir egal, ich lese es jetzt trotzdem. Ja, es ist komisch. Ich habe zur Leipziger Buchmesse verschiedene Leute gefragt, würdest du lieber, soll ich dir lieber ein tolles Buch nennen oder soll ich dir 10 Bücher nennen, die du dir sparen kannst? Und alle sagten erstmal ein tolles Buch, aber ich finde so, Literaturkritik ist so, also mir hilft es oft einfach zu sagen, wenn so Leute, also ich sage jetzt schon meinen Zettel, weil das ist genau das, ich habe so geschrieben, Vortester oder Vorköster und so sehe ich mich als Literaturkritiker halt einfach, ich lese Bücher, damit ihr sie nicht lesen müsst. Du bist das Opferlamm, das ist sehr schön, ja. Ja, mir fällt nur ein, ich habe jetzt gerade einen Vertrag quasi in der Schweiz unterschrieben, da gibt es ein neues Forum, das heißt EIQD.ch und da werden Autoren gebeten, wirklich die Bücher zu beschreiben, die sie gerade lesen und die eben zu verreißen oder zu loben. Und das ist zum ersten Mal so, dass ich mich da quasi jetzt so betätige.
Und was mir auffällt, ist, dass ich natürlich dadurch lobe oder quasi verreiße, dass ich schon meine eigene sehr persönliche Auswahl da hineinstelle. Also im Moment sind es die Liebesbriefe von Adolf Hitler und war das ein Projekt? Weil es ein Projekt ist, an dem ich arbeite. Oh Gott, das ist störend und irritierend. Ja, und dann eben noch die Hure von Nelly Arcand. Aber dadurch hat man auch die Chance, wieder Bücher hervorzuheben, die sehr lange schon weg sind. Und das ist ja das Irritierende, dass die Bücher, und deshalb ist das Netz auch so wunderbar, es hat einen längeren Atem und es hat auf einmal einen größeren Hallraum. Weil eigentlich die Presse, ganz ehrlich, ein halbes Jahr, dann ist dein Buch weg, tot. Das ist schon viel zu lang gedacht, ein halbes Jahr. Ja, also jetzt Wochen, 8 Wochen teilweise. Wochen. Ja, es gibt Bücher, wenn die 2 Monate raus sind, was sie keiner Redaktion mehr anbieten. Ja. Also habe ich mit der Lyrik eben andere Erfahrungen gemacht, weil ich schon, tagespolitisch ist es nicht, ne? Da kann man dann vielleicht mal zwischen rein so ein bisschen Lyrik noch. Also, ja. Jan hat vorher das Stichwort gegeben mit dem literarischen Quartett und ich muss diese Frage einfach stellen. Ich weiß, es ist schon ganz oft diskutiert worden. Das heißt, mir diese Frage ist durch, aber mich interessiert es wirklich trotzdem, wie ihr dazu steht. Ich habe das literarische Quartett, das neue, nicht das alte, wohlgemerkt, gesehen und habe zeitgleich im Netz mitgelesen, wie wahrscheinlich ganz viele von uns. Und den einen oder anderen habe ich auch gelesen in dem Moment. Er hat nicht unbedingt, oder die Leute, die da geschrieben haben, haben nicht unbedingt positiv geschrieben. Habt ihr das auch so wahrgenommen? Habt ihr es im Netz wahrgenommen auch gleichzeitig danach? Es ging ja wochenlang. Oder fandet ihr die Sendung auch vielleicht ganz toll, anders? War Volker Weidemann für euch der Player? Oder? Ich muss passen. Natürlich musst du passen. Das wäre sagen. Sehr ungeschickt. Natürlich ist Volker Weidemann der Player, aber deshalb ist er nicht automatisch ein guter Literaturkritiker. Und ich glaube, eine anständige Figur, mein Gott, er ist eben nicht, er ist natürlich ein anderer Typ als Karasek. Busch, aber das ist ja immer die Frage des Vergleichs. Es gibt immer diese Frage. Naja gut, wenn man sich literarisches Quartett nennt, dann ist der Vergleich natürlich automatisch da. Ja, also wenn jemand Fußballweltmeister wird, wird er mit den anderen Fußballweltmeistern verglichen und dann hätten sie es vielleicht anders nennen sollen. Ja, 4 Stühle, eine Meinung oder sowas. Aber ja, ich sage mal Maxim Miller, der neue Reiche Ranitzky. Das war das Erste, was man gelesen hat. Es geht auch nicht darum, das literarische Quartett, das ist jetzt meine persönliche Meinung, irgendwie anzugreifen. Denn ich würde mir auch die nächste Sendung ansehen. Ich glaube, dieser Vergleich hinkt einfach. Und das ist so meine persönliche Meinung. In welcher Weise? Naja, man kann natürlich die Menschen vergleichen, aber wir haben ja vorher gesagt, das, was man da tut und das, wie man es tut, das ist natürlich anders, das ist different. Und das sehe ich so. Maxim Biller eine ganz andere Ansicht als Reich Ranitzky oder Volker Weidemann als wie auch immer Karasek oder. Als Co-Moderatorin schreite ich da mal ein, da solltet ihr einfach gleich nochmal drüber streiten. Weil ich glaube, dass der interessante Aspekt ist einfach daran, dass als wir früher das literarische Quartett geguckt oder nicht geguckt haben, fand es vom Fernseher statt. Am nächsten Tag gingen die Leute mit der Liste in den Buchhandel und haben sich dann eben die Bücher gekauft, um irgendwie zu einem gewissen Kanon zu gehören. Das war einfach wirklich, ne, diese Kuratierung, die Buchhändler waren glücklich, weil es hat den Umsatz angekurbelt und es gab noch eine Besprechung möglicherweise in der Tagespresse. Jetzt ist es ja so, dass wir gucken Fernsehen und, ne, also ich meine, wir befinden uns ja hier quasi im verlängerten digitalen Raum, im Urbanism Space, mit direkter Anbindung eben an Twitter, Facebook und Co. Das heißt, wir gucken Fernsehen und gucken gleichzeitig, sitzen wir auf der großen verlängerten digitalen Couch und twittern darüber, was wir im Fernsehen sehen, wie wir das sehen. Und natürlich, ne, Twitter spitzt ja zu, 140 Zeichen, viel Platz bleibt nicht, wenig Platz, viel Meinung. Und es sind sehr aufgeregte Statements. Und wer das coolste und härteste Statement abgibt, ist eigentlich so, kriegt die meisten Pfeffsterne und freut sich und denkt, ja, spitze, ich bin Sieger. Und das verändert doch eigentlich auch so ein Format. Das heißt, es kann sich auch gar nicht mehr entwickeln. Nach eine Sendung passiert und man denkt, man liest die Tweets und denkt, ja Mist, durchgefallen. Das heißt, kann sich eigentlich so ein Format noch frei entwickeln? Kann es überhaupt zu einer eigenen Form finden? Oder ist es nicht durch diese gleichzeitige Begleitung im Netz, was ja eben positive als auch eben vielleicht auch weniger schöne Seiten hat, kann es sich eigentlich noch frei entwickeln? Ich glaube nicht, dass es sich mit der Besetzung entwickeln kann. Ich glaube aber, dass es durchaus Kritiker gibt, denen es
gelinde gesagt, scheißegal ist, was Twitter macht. Und das muss dem Kritiker auch egal sein. Wenn der Kritiker nicht in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, weil Twitter da ist, ja, dann hat er den Beruf verfehlt. Absolut richtig. Nur der Kritiker, der wird ja nur dahingesetzt von einem Fernsehsender. Und wir wissen ja auch alle, wie stark beeinflussbar durchaus auch gerade die Fernsehsender sind von der öffentlichen Meinung. Also deshalb ist ja einfach extrem wichtig, dass die ganzen Redaktionen Rückgrat zeigen. Wenn sie nämlich ein Projekt entwickeln wollen, und das soll sich ein bisschen, soll Zeit bekommen, eben eine Linie zu zeigen und eine Linie aufzuzeigen mit der Zeit, braucht es halt Leute mit Rückgrat. Da musst du halt auch bestimmte Rückschritte erstmal in Kauf nehmen. Also, habt ihr es ja jetzt gemerkt bei Kulturzeit. Boah, haben die da abgelästert. Also, das ist schon... Ja, aber genau das muss der Journalist haben. Er muss Rückgrat haben, weil Fußball lief auch schon 1988, als das Literarische Quartett kam, besser als Literatur. Das heißt, es gab auch damals schon Argumente, es nicht zu machen. Viele Dinge liefen zu jeder Zeit besser als Literatur und Menschen haben Rückgrat bewiesen und haben es dann trotzdem gemacht. Ja? Ich meine, muss hier nur durchgehen, die ganzen kleinen Verlage, die hier sind, das sind ja auch Leute mit Rückgrat. Wenn man die Verleger mit Rückgrat hat, Jörg Sundermeier beispielsweise, der ja auch nie ein Blatt vom Mund nimmt, dann sollte aber auch derjenige, der überhaupt schreibt, Rückgrat besitzen. Jetzt seid ihr beide, ihr schreibt für Printmedien, aber auch digital, also auch im Netz. Wie die Frage zu stellen, was ihr lieber macht, funktioniert nicht, aber wie kommt ihr damit klar, dass ihr quasi dort die direkte Rückmeldung habt? Also ich will jetzt das nicht Pranger nennen, um Gottes Willen, aber ich will es eine direkte Angriffsfläche nennen. Es ist schon so manchmal ein bisschen unangenehmer Quotendruck, weil du hast es gesagt, wer so am lautesten poltert, der kriegt auch die lautesten Rückmeldungen. Und mir geht es oft so, also ich kenne ganz viele, wenn es einen Artikel gibt über Rechtsextremismus, der aber kritisch, also der natürlich gegen Rechtsextremismus ist, wird er voll oft geklickt, wenn es eine Überschrift gibt wie "Schmeißt das Pack raus" oder so. Also es gibt ganz oft diese komische Verdrehung, dass die Überschrift eigentlich nicht, dass sie genau das Gegenteil sagt, aber halt so provokant wirkt. Und das ist schon so ein, die Artikel, die diskutiert werden oder so, ist das eigentlich immer am besten irgendwie, also keine Ahnung, bis ich jetzt hierüber schreiben, wäre es echt am besten, mir irgendwas zu überlegen, wie ich war noch nie so gelangweilt oder brennt den Orbanism Space ab oder so. Und das ist ein bisschen anstrengend. Also ich habe so für mich gemerkt, ich muss aufhören, so Überschriften zu machen, die so auf Krawall gebürstet sind. Aber umgekehrt gibt es halt ganz widerliche, also weiß, Blockrebellen, die halt nichts anderes machen, wo ich so denke, ja, eigentlich muss ich jedes Mal, wenn ich eine Autorin mag, nur halt drüber schreiben, diese schreckliche Luder zündet sie an. Und das ist schon halt krass unangenehm. Also Populismus zieht, aber trotzdem werden die Sachen ja, wie gesagt, vor 10 Jahren wurde es nicht gefunden. Also habe ich halt vor mich hingeschrieben und alle Jubeljahre mal Feedback bekommen. Jetzt stellt man die Sachen ab und guckt halt, wer reinguckt. Das passiert ganz oft, dass auch die langen, komplizierten Texte oder so jetzt halt die 50 Menschen finden, die das dann lesen und die mir irgendwann später sagen, krass, danke für diesen Text. Aber erstmal, klar, wird der gehört, am lautesten schreit. Da auch direkt anschließend sozusagen eine Frage auch zur Auswahl. Ich habe ja durchaus das Gefühl, ne, Spitzentitel gibt es bei den Verlagen, wenn sie erscheinen, wenn der neue Jonathan Franzen beispielsweise erscheint, dann erscheinen in allen Zeitungen Rezensionen über Jonathan Franzen. Der wird bei Aspekte eingeladen meinetwegen, der kommt in der Kulturzeit. Das heißt, er ist omnipräsent mit seinem Titel und das nervt er eigentlich. Also ich muss sagen, mich als Leser nervt es eher, weil ich überall eigentlich nur noch ein Buch sehe. Und wir wissen ja, es gibt irgendwie momentan irgendwie um die 80.000 Neuerscheinungen im Jahr. Und insofern ist es ja immer auch praktisch, wenn jemand vorsortiert, wie du das sagst, im Vorkoster, ne, der das Gift herausschmeckt, wenn es welches gibt. Hat sich sozusagen auch die Auswahl, die ihr trefft, durch das Web verändert? Also weil ja eben auch kleine unabhängige Verlage in Social Media durchaus auch recht präsent sind, das gut nutzen, den Kontakt suchen, Autoren präsenter sind, hat sich dadurch auch eine Auswahl verändert? Sind vielleicht andere Verlage, andere Titel, andere Autoren nochmal mehr in den Vordergrund getreten? Und ist vielleicht am Feuilleton, an dem klassischen Feuilleton abzulesen, dass es eben Leute gibt, die da total abgeschnitten sind. Also ich habe immer noch das alte Bild des Literaturkritikers, ne, so alte, griesgrämige Männer, die irgendwie nur auf die nächste Neuerscheinung von einer niedlichen Blondine warten. Das ist so, ja, mein... Charlotte Roche jetzt blond?
Bitte? Ist Charlotte Roche jetzt blond? Ist sie nie? Vielleicht innerlich. Passt ganz gut, ne? So ein Bild habe ich vor Augen. Und da gibt es ja offensichtlich zwei Welten. Und ich würde zum einen interessieren, hat sich eure Auswahl verändert? Zum anderen gibt es da möglicherweise auch gerade zwei Parallelwelten. Die einen Literaturkritiker, die sich in beiden, also die eben das Analoge mit dem Digitalen sehr sinnvoll miteinander verknüpfen. Und eben die, die quasi abgeschnitten sind von der digitalen Welt. Wer möchte? So als einfache Leserin muss ich natürlich sagen, dass es mehr Kenntnis gibt. Also allein dadurch, dass eben Verlage ihre Bücher ganz selbst ins Netz einstellen und man das Gefühl hat, okay, ich kann partizipieren, indem ich mich quasi mal angemeldet habe als Interessent bei dem und dem Verlag. Und dann sehe ich auch auf einmal, was die haben. Also früher hat man es ja dann so gewusst, dass man entweder über die Messe geschlendert ist oder man ja gelesen hat in der Zeitung, was rezensiert wird. Aber das war immer ja nur ein Bruchteil. Und jetzt sieht man die Bücher. Die Bücher haben Sichtbarkeit und das gefällt mir gut und so kann ich natürlich eine andere Auswahl treffen. Und vor allem diese Interessengruppen hat sich ja ganz stark formiert. Ich interessiere mich für Lyrik, also bekomme ich mit, wer was veröffentlicht hat. Und das ist sehr schön, weil ich als Lyriker vor 10 Jahren, 15 Jahren, hast du gedacht, ja, es gibt so 10 Schafe auf dieser Weide, wo stehen die denn im Nebel, ja? Wo sind die anderen? Und jetzt sieht man die und man merkt, oh, das sind aber viele Schafe. Ja, ja, man hat diese Lyrik-Blogs, die ja wirklich teilweise mit unglaublichem Aufwand auch gemacht werden. Fix Poetry, Wahnsinn, ja. Also das ist nichts, wo ich schreibe nicht für Fix Poetry, aber ich bin ständig drauf, weil die es natürlich schaffen, auch für mich, ich rede jetzt als Leser, Wahrnehmung zu verändern. Ja. Also, super, dass du das gerade sagst, als Leser, genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Als Leser holt ihr euch auch Informationen von Blogs? Ja, klar. Ja. Ja, das bleibt ja gar nicht aus, wenn man sich im Internet bewegt, dann klickt man ja immer irgendwo drauf. Es ist ja nicht so, dass man, wie sonst, wenn man die Zeitung liest, dass man beim ersten Durchlesen die kurzen Texte schnell liest und sich die anderen rauslegt oder so, sondern man klickt sich so durchs Netz und auf einmal ist dann 3 Uhr nachts und so. Und wir klicken uns natürlich alle nur die ganze Zeit lang durch Literaturblogs und dann kommt man von einem Literaturblog zum nächsten. Und so informiert man sich dann, aber als Leser. Und das ist ja auch das Schöne, wir sind natürlich auch Leser, wir sind ja nicht die ganze Zeit ein Kritiker. Also wenn ich in den Urlaub fahre, kaufe ich mir immer Bücher. Ich würde niemals Rezensionsexemplare in Urlaub nehmen, sondern ich kaufe dann Bücher, auch neue Bücher, weil das für mich dann Urlaub ist. Dann möchte ich auch Leser sein. Ich habe auch ein Nachttischbuch, in das ich genauso wie jeder andere auch 2 Monate brauche, bis es durch ist. Und ich glaube, das darf man auch nicht... Ich sage ja eh nie, dass ich Kritiker bin, sondern Literaturjournalist. Also man sollte es irgendwie nicht so verlieren, die Leidenschaft in die Literatur. Damit hat es ja angefangen. Ja, also, und wir sind, glaube ich, erstmal Leser. Ja. Die großen Bücher werden ja von Iris Radisch besprochen oder so. Und ich bin halt 32. Das heißt, wenn jetzt Surkamp sagt, das sind unsere 4 wichtigsten Bücher, weiß ich genau, es wird keine Zeitung geben, wo ich jetzt gefragt werde, darüber zu schreiben. Aber, keine Ahnung, dann lese ich irgendwie ein Dreivierteljahr amerikanische Jugendbücher und dann weiß das mein Redakteur und plötzlich sagt er, krass, hier, mach mal was zur Tribute von Panem. Und ich sage, ja, das habe ich doch schon vor 3 Jahren gemacht und so. Also sowas funktioniert ganz gut. Das heißt, ich gucke absichtlich nach vergriffenen Büchern, vergessenen Sachen, amerikanischer und kanadischer Literatur, Superhelden-Comics, Mangas, Romance, schickt mir eure komischen Self-Publishing-Sachen und so. Also ich will genau da grasen, wo gerade nicht alle sind. Und das wissen die Leute wieder. Und was ich so, also eine Bitte an euch, so blöd das jetzt klingt, ich bin bei Goodreads, was ich total lieb, wo man so halt Bücher bewerten kann, so mit Sternchen, also ganz blöd wie so bei Amazon. Und da ist es total oft so, dass ich halt Leuten folge und dann gucke, was die Lieblingsbücher sind und dann wirklich halt vergriffene, keine Ahnung, Kriegstagebücher aus den 70ern oder so mir gebraucht bei Amazon kaufe und denke, ja, weil es hatte halt einen Schnitt von 4,7 Sternen oder so. Also so Bücher werden nicht mehr vergessen, weil halt, wenn es das Lieblingsbuch von 5 Leuten ist, dann sind 3 davon mittlerweile im Netz und sagen irgendwo auf irgendeiner Liste oder in irgendeinem Blog, das ist mein Lieblingsbuch, guck da mal rein. Und ich sehe es als meinen Job, da halt rumzusuchen und diese Perlen zu finden. Und was die Großen machen mit ihrer Rowold-Neuerscheinung oder so, das vielleicht interessiert mich das in 20 Jahren, aber ich hoffe, dass wir dann in einer anderen Welt leben, wo halt nicht nur die Rowold-Neuerscheinung zählt und besprochen wird. Du liest Kriegstagebücher aus den 70ern, die 4,7 Sterne haben. Wer ist das dann? Opa Heinz und Onkel Karl? Oder wer? Oder sind das dann auch welche in unserem Alter?
in unserem Alter, die dann auch den 4,7 Sterne geben. In den 70ern gab es ja Goodreads, glaube ich. Nein, das sind ganz banale. Es gibt so eine Frau, die ich nur von Facebook kenne und die ganz viel liest. Wir haben beide einen Goodreads-Bücher-Account, da kann man da so kenn ich einige. Compare Books klicken. Da wird genau gezeigt, ob wir so ähnliche Sternchen vergeben. Und da weiß man so, krass, sie liebt auch To Kill a Mockingbird. Also nach drei Büchern oder so weiß man ja so ungefähr, ob es klappt. Und das ist eine Frau, der vertraue ich so. Wir haben uns nie gesehen. Wir sind die besten Freunde im Netz. Wir reden die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Das bin ich. Hallo, Stefan. Ja, das ist natürlich auch ein Problem beim Netz. Ne? Man weiß nie wirklich, wer da dahinter ist. Aber man kann Profile. Man liebt nämlich nicht den anderen Menschen, sondern man liebt die Profile. Und man vertraut den Profilen, die sie haben. Und das ist doch interessant. Aber muss man nicht mehr in alle Bücherregale, also man muss nicht mal bei den Leuten in die Wohnung, um zu gucken, was sie da in den Bücherregalen stehen haben, sondern man sieht es direkt und muss sie nicht mehr in echt belästigen. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Form von Positionierung, die dadurch möglich wird. Ne? Also diese Positionierung kannst du dir ja im Grunde eigentlich nur durchs Web schaffen. Wenn du darauf angewiesen wärst, in einer Redaktion dich jetzt irgendwie hochzuarbeiten, damit du mal die neue Iris Radisch wirst. Also dann würdest du auch wie Andreas Platthaus mit diesem Profil nach oben kommen natürlich, weil der ist ja auch schnell zum Comic-Experten geworden, hat sich profiliert zwischen den ganzen anderen Donaldisten in der FAZ und das ja auf durchaus sehr ehrenvolle Art und Weise. Also ich glaube, eine Positionierung ist schon immer gut. Die andere sollte wissen, wofür man steht. Es ist ja auch, deswegen ist es auch gut, wenn Leute was verreißen. Also ich kann ja auch Kritiker oder Profile, Freunde, wie auch immer, einschätzen, denen ich was vertraue. Es gibt ja Leute, die ich kenne, die mir sagen, dieses Buch über Physik ist grandios, wenn mir das meine Oma empfehlen würde, wäre es mir egal. Ja, also. Da kommt mir gerade eine steile These in den Kopf. Also ich sprach gestern noch mit jemandem darüber, einem Buchhändler, wie sich die Wahrnehmung von Stephen King beispielsweise verändert hat. Ich habe den auch damals während der Pubertät gelesen und Stephen King war ja so zu lesen, war ja ein bisschen so wie Karl May zu lesen. Also eher so Trivialliteratur. Jetzt plötzlich wird er von der Generation, die Stephen King als in der Pubertät gelesen haben, plötzlich als der große amerikanische Erzähler kommuniziert. Und das finde ich eine ganz interessante Form oder Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung auch, also eine Neubewertung, die da eigentlich stattfindet. Genauso wie sie ja beispielsweise mit Comics auch stattgefunden hat. Ne? Früher, oh Gott, die Kinder können nicht mehr lesen, die gucken sich nur noch bunte Bildchen an. Und jetzt ist es eben auch ein ehrenwertes Genre. Und ist es nicht auch so, dass man eben durch diese Literaturkritik auch diese Macht hat, die öffentliche Wahrnehmung auf ein Genre oder eben auf einen Autoren zu verändern? Und ist es vielleicht ein lang angelegter Plan von jemandem, der in der Pubertät Stephen King toll fand, irgendwann mal Literaturkritiker zu werden und ihn als großen amerikanischen Erzähler aufzubauen? Es ist möglicherweise ganz andersrum. Ganz anders. Es hat was mit den Rezipienten zu tun. Denn ich merke ja, welche Texte von mir ankommen und welche nicht. Irgendwie kriege ich das ja mit. Und irgendwann bekomme ich mit, oh, aus Playmobil-Männchen kann man einen Bestseller machen. Während vorher auch schon vor Generation Golf Menschen über Playmobil-Spielzeug geschrieben haben, ist das jetzt auf einmal ein Erfolg und alle reden darüber, weil es die Masse interessiert, weil die Masse Comics gelesen hat. Wir versuchen die ganze Zeit lang natürlich auch immer unsere Lieblingsautoren. Ja, wir alle haben Autoren, die wenig verkaufen, die wir großartig finden. Wir versuchen, die immer unterzuschieben, immer und immer wieder. Deshalb gibt es ja auch Writer, die nur von Schriftstellern gelesen werden. Und alle Schriftsteller sagen immer, lies es, und trotzdem liest es keiner. Es gibt Musik, für die gesagt wird, hör es, und trotzdem hört es keiner. Es gibt Filme, die Filmkritiker sagen, diesen Regisseur müsst ihr wahrnehmen, trotzdem guckt es sich keiner an. Also es hat schon viel mehr mit den Rezipienten zu tun. Und wenn man dann erstmal merkt, Charlotte Roche funktioniert, dann hat man in der FAZ folgendes Phänomen, dass innerhalb von einer Woche drei Seiten in der FAZ über Charlotte Roche stehen. Und zwar eine Seite zum Buch, eine Seite in der normalen FAZ als Interview, dann nochmal eine Seite am Samstag, dann nochmal vielleicht etwas in der FAS. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Leute es deshalb kaufen. Aber nicht unbedingt damit, dass alle sie jetzt so toll finden und durchdrücken möchten, weil sie vorher mal bei Viva gesehen haben.
Ja, und vor allem die, die es über Viva gesehen haben, lesen ja nicht FAZ, also nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich kombiniert. Doch, mittlerweile halt schon. Also ich glaube, das ist eine Generationsfrage. In 10 Jahren haben wir überall im Feuertor plötzlich Videospielkritiken, glaube ich. Also es ist einfach nur, die Leute müssen alt genug werden und dann kommt das. Aber wirklich in der Printausgabe der FAZ? Ja. Na, das glaube ich nicht. Online ja, aber Print, hast du, weißt du auch nicht. Stimmt. Aber vielleicht nähern sich jetzt ja Viva und FAZ wieder an. Sie dürften ungefähr genauso viele Zuschauer haben, oder? Ja. Jetzt sind wir schon, glaube ich, leider ziemlich knapp in der Zeit. Aber ich würde noch dringend darum bitten, dass ich die Zettelchen zurückbekomme. Denn Wiebke würde uns ganz kurz eure Definitionen vorlesen. Und vielleicht könnt ihr dann ganz kurz sogar was dazu sagen. Ich glaube, Jan möchte selbst lesen. Darf ich dann selbst sagen? Weil es ist eben immer so schwierig. Es ist wie mit den Sternchen. Man muss manche Dinge erklären. Also man kann manches nicht in Sternchen ausdrücken und manches nicht in 3 Worten. Deswegen ist deshalb... Gerne. Ich sehe schon, Jan traut meiner Exegese nicht. Nein, man versucht, wo man es kann, und das kann natürlich auch jetzt diese neue Zeit, versucht natürlich auch der Schriftsteller, ebenso wie der Kritiker, seine Deutungshoheit zu behalten. Weil ich habe zuerst, und es klingt sonst so komisch, 3 Exemplare aufgeschrieben. Wenn man das jetzt so vorliest, klingt das so seltsam, aber es hat natürlich viel damit zu tun, weil mich das immer alle fragen, die mich kennenlernen, achso, du kriegst die kostenlos und denken dann, ja gut, das ist jetzt das Geile an dem Job. Aber die ganze Zeit lang dealt man mit diesen 3 Exemplaren und muss sie sortieren und hat irgendwie das Gefühl, dass man eine gewisse Verantwortung hat, diesen Büchern gegenüber und sie dann auch zu besprechen und sowas. Das macht man meistens auf dem Sofa. Wenn man jetzt einfach nur liest 3 Exemplare, na, wir machen es natürlich nicht wegen der 3 Exemplare. Das ist, mein Buch zu lesen dauert manchmal 3 Tage. Es zu kaufen kostet 25 Euro. Das ist es nicht, aber die 3 Exemplare sind doch das, was man immer wieder versucht zu bekommen. Jeder liest vor, ja. Dann sind wir... Nora fügt noch was hinzu. Okay, und zwar, also ich hatte hingeschrieben 2 V-Wörter, Vielstimmigkeit und das Versäumnis über Übersetzer überhaupt jemals kritisch zu sprechen. Das klingt jetzt komisch, aber da just beim Bachmann-Preis habe ich ja die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn 7 Menschen, 7 Köpfe, 7 Meinungen sich von einem Moment auf den nächsten auf diesen Text dann quasi ja, besprechen müssen und irgendeinen Ton finden und jetzt ja auch nicht einen Ton, sondern mehrere. Und ich fand zum ersten Mal diese Leistung, die man da mitbekommt, einem Text würdig. Also egal welchen Text, ich finde das gut. 7 Menschen, die in einem Moment darüber diskutieren, und vorher haben die den ja, 2 Tage vorher haben die den bekommen, 14 Menschen, also 14 Texte waren es, also so viel Aufmerksamkeit hat man nicht jedem Einzelnen geschenkt, man hat sich vielleicht so Sternchen gemacht und hier und so, und das ist sicher ein seltsamer Ausdruck und solche Sachen, ne? Und man hat gegoogelt, wie viel davon vielleicht von irgendwo hergezaubert wurde und geklaut. Da wurde man dann auch vorher informiert, bei mir war nichts geklaut und war festgestellt, mich sehr geehrt. Ich sage jetzt nicht, was bei den Kollegen war. Also diese Vielstimmigkeit hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, das ist ja genau die Vielstimmigkeit, die Stefan auch mitpropagiert, wenn er von diesem Raum spricht, der sich da geöffnet hat durch das Internet. Viele können daran teilhaben und teilnehmen und die Lesart wird einfach vergrößert. Und so viele Köpfe, die sich auf einen Text dann auf einmal stürzen können und sich darin ausweiten können. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und natürlich entsteht genau das, was vom Wanderfalken in der Thematik angesprochen wird, nämlich, dass da Dinge auftauchen durch die verschiedenen Lesarten, die da nicht drin sind oder nicht intendiert vom Autor, aber umso besser. Weil der Text hat ja, wenn es ihm gut geht, eine viel längere Lebensdauer als ich als Person und Verfasser. Und von daher wird er irgendwann den Menschen begegnen, ohne dass ich jemals dabei noch bin und sein kann. Und was ein generelles Versäumnis aber ist in der Kritik, merke ich immer wieder, dass über die Ehre den Übersetzern gezollt wird. Viel zu wenig. Es gibt einen Satz dann in der Regel, ja gut übersetzt oder oh ganz vorsichtig und hier schwierig und so. Aber das ist mir zu wenig. Also das ist in der Literaturkritik meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet. Die Qualität von literarischer Übersetzung, die in den letzten 10 Jahren exponentiell sich gesteigert hat nochmal. Also da... Das merken wir so als Anglisten auch. Bist du auch Anglist? Nee? Aber also du sagst ja, amerikanische und kanadische Literatur ist dein Ding, ja? Und die im Original, nehme ich an?
Okay, aber dann ist ja immer interessant, wie wird die übersetzt, wenn sie übersetzt wird. Die Sprache der Übersetzer ist die Sprache, die wir in der Zukunft sprechen. Nicht jetzt unbedingt dass die einzelnen Nationalsprachen und Deutsch und was auch immer, sondern die Übersetzer, die brauchen ein Augenmerk viel stärker und viel, viel bewusster, auch damit die weiterkommen. Das klatscht, klatscht. Mehr Geld brauchen sie auch. Ja, ich habe nicht nur gesagt Vortester, Vorköster. Ich bin nicht, keine Ahnung, ich vergebe meine Sternchen, ihr vergebt eure Sternchen oder ich sage, das ist toll, ihr könnt es genauso sagen, es ist so demokratisch geworden. Ich finde, was mich, also warum ich sage, ich bin ein professioneller Literaturkritiker und du vielleicht nicht, ist einfach, also jetzt so, also ein Hobbyleser halt nicht, ist, weil ich so die Person bin, die dann halt 50 Bücher über Wonder Woman liest. Und dann den langen Artikel sagt und sagt, okay, ihr fangt an, das sind die Guten, das sind die Schlechten. Ich habe halt vielleicht mehr gesehen als ihr. Also das ist das, was mich als Kritiker so einfach, ich bekomme Geld, um mich intensiver mit Sachen auseinanderzusetzen. Aber die Sternchen von euch sind erstmal genauso wertvoll wie die Sternchen von mir. Und deshalb bitte ich euch, vergebt einfach Blocklisten mit euren Lieblingsbüchern. Empfehlt mir Sachen auf Facebook. Ich will das wissen.